Was geht, Leute? Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Trainingseinheit ist durch, Oberkörper war dran, auch wieder sehr, sehr volumenreich. Die nächsten zwei Trainingseinheiten, die werden eher so auf Kraft ausgelegt sein, sage ich mal. Heißt sowas wie 5x5, 4x6, in diese Richtung wird es gehen. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ob sich die Bildqualität verbessert hat. Ich hatte es ja im letzten Video mal erwähnt, dass ich so ein bisschen aufstocken wollte an meinem Equipment, filme gerade mit einer anderen Kamera. Und ich muss wirklich sagen, mir fällt der Unterschied nicht so wirklich auf. Und das ist das, was mich gerade auch richtig enorm stört, denn die Kamera hat einen Batzen Geld gekostet und da wollte ich eigentlich schon wirklich eine wesentliche Veränderung mit hervorrufen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob euch das überhaupt aufgefallen ist, dass sich die Bildqualität bzw. Videoqualität verändert hat. Weil wenn es sich nicht verändert hat, dann muss ich zusehen, dass ich die Kamera wieder umtausche. Hoffentlich nehmen die noch zurück, sodass ich dann mal gucke, was ich dann mir vielleicht holen könnte. Naja, jetzt heißt es erstmal scheppern. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Phoebe aufpassen. Und dann wird ein Video bearbeitet, das ihr dann heute Abend zu sehen bekommt. Ja, eigentlich eine Menge zu tun. Und ich fahre mal in Richtung Waschstraße. Was geht? Jawohl. Könnt ihr euch vorstellen, dass diese alte Dame schon 9 Jahre alt ist? Hast dich gut gehalten, Phoebe. Ist das dieses Healthy-Food, von dem alle reden? Oder wie kannst du dich so gut halten? Sehr schön. Und hoppala. Man denkt ja immer so, YouTuber bekommen mega viele Pakete. Das ist aber noch nichts im Vergleich zu einer shoppingsüchtigen Frau. Was machst du für Randale da hinten? Was ist los? Möchtest du Stress oder was? Post-Workout-Zeit. Als Post-Workout-Meal werde ich mir heute mal wieder einen Brownie machen. Ganz einfache Sache. Ein paar Instant Oats werden benötigt. Backkakao, eine überreife Banane, Chocolate Caramel Sprinkles, ein Ei und zu guter Letzt etwas Backpulver. Für circa 10 Minuten bei 160 Grad Umluft in den Ofen. Dazu ein Käffchen. Fertig. Ja Leute, ich werde mir jetzt hier den Brownie reingenehmigen, dann fange ich an das Video zu schneiden, was dann heute Abend noch kommen soll. Ich hoffe, ich schaffe es. Dazu gibt es schön Käffchen und los. Je weniger Flüssigkeit ihr nehmt, desto eher nimmt das Ganze dann auch Eiskonsistenz an. Schmeckt ultra, ultra geil und ist einfach eine proteinreiche Eisvariante. Mega gut. Wo ist mein Löffel? Bombe. Das Geile ist einfach mittlerweile, dass man wirklich nahezu alles in irgendeiner Weise nachmachen kann und sogar auch einigermaßen gesund nachmachen kann. Also das, was ich bisher heute gegessen habe, das würde ich komplett unter clean fallen lassen. Für mich ist es auf jeden Fall absolut clean. Der tägliche Essensrat hat sich dazu entschieden, dass wir jetzt Reste verwerten. In dem Fall hier so Burritos. Wir haben schon die Tortillas in der Packung gehabt. Super geile Sache. Jetzt muss ich auf jeden Fall noch kurz einkaufen gehen. Denn es fehlten uns Hähnchen, bisschen Gemüse, was wir da reinmachen wollen, Reis und so weiter. Und wer darf wieder einkaufen gehen? Der den ganzen Tag zu Hause. Gutes Argument. Doof nur, dass ich es war. Und los. Viertel nach sechs. Jetzt vollgasmäßig das Essen zubereiten. Madame will unbedingt Soße haben. Das muss ich mir nochmal einfallen lassen, wie ich denn jetzt am besten Soße mache. Ich glaube, ich habe eine Idee.
Es war einfach nur ultra lecker, wirklich eine ganz schnelle Sache. Gott sei Dank haben wir das noch gemacht. Es war wirklich so, sag ich mal, dieser, kennt ihr diesen Moment, wo man überlegt, boah, ich habe echt keinen Bock zu kochen. So, hole ich mir jetzt irgendwas irgendwo her, kriegt man denn irgendwie noch eine gesunde Alternative? Ja, und bei uns irgendwie so, bei uns gibt es eigentlich nur Pizza, Döner, Pommes, Currywurst und Subway. Und Subway ist so das Einzige, was man vielleicht noch vertreten kann, einigermaßen so. Letzten Endes hatten wir aber echt keinen Bock auf Subway, weil das auch immer dasselbe ist und auch nicht ultimativ wirklich schmeckt. Und deshalb bin ich echt froh, dass wir das jetzt noch gerade auf die Schnelle gemacht haben. Phoebe, was ist los? Möchtest du wieder eine Runde sprinten gehen mit mir? Eindeutige Antwort. So, wir haben uns jetzt überlegt, dass wir jetzt noch schnell zur Halde fahren, hatten irgendwie jetzt keine Lust auf Fernsehen gucken und dementsprechend wollten wir nochmal die Halde hochlaufen und den Sonnenuntergang angucken. Ist vielleicht ganz schön und ich habe nochmal die Chance, die Drohne ein bisschen zu fliegen. Schön im Sonnenuntergang geschissen. Beste ever.